Hallo, mein Lieben, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4. Mein Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr wieder reinschaut. Freut mich mega. Wenn euch die Folgen gefallen, dann würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und wenn ihr die Folge schon disliked, dann würde mich mir mal ganz, ganz ehrlich interessieren und ihr das jederzeit in die Kommentare schreiben könnt, was euch an der Folge nicht gefallen hat. Vielen, vielen Dank dazu und jetzt machen wir weiter. Wir sind auf dem Weg Richtung Boot. Wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir hier das Boot gesehen. Hier unten und es hat keinen Sprit mehr. Die Information durfte man hier auf der rechten Seite von dem kleinen Haus entnehmen. Wir haben noch die Häuser durchsucht. Hier unten ist so ein kleiner Schatz. Ja, den wir halt früher oder später mal bergen müssen. Da müssen wir solche rechteckigen Teile, wollte ich gerade sagen. Da müssen wir solche sechseckigen Teile finden. Ich weiß nicht, wie groß die ungefähr im Spiel sind. Und wir müssen jetzt Richtung Bootshaus gehen, meine Lieben, weil am Bootshaus ganz klar liegt. Beziehungsweise wird der Sprit gelagert, wird der Sprit gestapelt. Also müssen wir dahinter gehen. Und ihr seht hier oben schon das kleine Speicherzeichen. Wisst ihr, was das heißt? Ja, es wird gleich wieder spaßig. Es wird gleich wieder lustig. Schaut mal bitte, da hinten, wo es brennt. Da müssen wir hin. Und so wie es aussieht, ist hier unten, da wartet ja jemand auf uns. Schaut mal. Das war ein schöner Kopftreffer. Und noch ein Kopftreffer gleich hinterher. Also ich sag mal, das ist von Anfang gar nicht so schlecht gewesen, finde ich. Ah, muss es sein. Ach, schaut mal, was hier kommt. Unterstützung. Das sind sogar drei, ne? Oh. Na dann lassen wir lieber das Munitionieren. Laden. Okay, die ist nächstes Mal weg. Der hier auch. Den jetzt bringen wir jetzt noch zum Runterfallen. Oh, habt ihr das gehört? Ich sag's euch jetzt nicht, was der jetzt gesagt hat. Ich sag's euch jetzt nicht, aber das war ein ganz, ganz schlechtes, also ein ganz, ganz schlechter Begriff. Unglaublich, dass das hier... Ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert. Da vorne können wir was wegluden. Okay, das sehe ich ein. Zumindest sehen wir mal niemanden mehr hier. Was ist mit unserer Flinte? Können wir die... Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt gleich, was passiert. Wartet mal. Handgranaten haben wir noch am Start. Pumpis haben wir auch noch da. Halt mit Pistolenmunition wird nichts mehr. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Shit. Das musste einfach so. Das musste einfach so kommen. Ich hab's gewusst. Dieses Riesenvieh kommt da wieder. Und Säcke getroffen. Gut, Respekt, schön. Ja, wir schleppen uns wieder hoch. Was können wir jetzt mal schnell einnehmen? Schaut mal. Wir haben noch die gelbe und die rote Mixtur. Da können wir jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt das Gelbe da drauf stopfen. Wir werden jetzt einfach das Gelbe mal nehmen. Einfach da drauf. Genau. Und dann nehmen wir das hier ein. Schaut mal. Das erhöht dann ganz kleines bisschen gleich unsere Gesundheitsleiste. Also. Ja, mal komm runter. Das wird laut. Wir haben nur noch einen Schuss unserer Flinte. Wir könnten aber zur Not noch ein bisschen Flintenmoon können wir nachbauen. Das ist kein Problem. Wir könnten auch da vorne wieder runterspringen. Das ist auch kein Thema. Wir rüsten die trotzdem aus. Das
So, du darfst ruhig wieder hochkrabbeln. Sehr schön. Da kommt er wieder. Wir müssen Flintenmunition nachbauen, ne? Unbedingt. Also ihr habt es gesehen. Wir stellen schnell her. Nachladen. Ich glaube, das ist die beste Variante hier. Ich glaube, was anderes. Noch wer? Nein! Doch, wir haben es geschafft. Okay, gegen das Ding. Alter, fall doch jetzt endlich mal um, du Miststück. Der will immer noch nicht, ne? Der hört immer noch nicht auf. Jetzt! Was ist denn das für ein Fight, bitteschön, gewesen? Okay, Seitenkristalle, Peseten. Hier können wir noch ein paar Bibern auflesen. Aber ich glaube, das war's noch nicht. Mein Lieben, ich glaube, das war es noch nicht. Okay, jetzt gehen wir mal hoch und gucken zumindest mal oben, was es noch gibt. Die Bibern können wir in jedem Falle verkaufen. Das gibt wieder richtig gut Kohle. Das Problem ist halt, dass wir hier halt damals diesen kleinen Trick nicht nutzen können. Dass wir hier die Pistole aufgrund des Aufrüstens nicht mehr gleichzeitig mit nachladen können. Das ist sehr schade. Aber egal. So, jetzt gucken wir mal. Also, hier ist zumindest mal keiner mehr. Hier ist auch keiner mehr. Die zwei Bibern haben wir genommen. Alles gut. Ich höre aber noch welche. Also, das war's noch nicht. Wie gesagt, das war's noch lange nicht. So, eine Medaille genommen. Blindenmunition wäre geil. Oder eine Handgranate. Je nachdem. Das wäre auch gut. Das ist auch gut. Okay. Klar, natürlich, ja. Ah! Das war ein Treffer vorbei. Ja. Okay, da hat zumindest mal was geworfen. Wir machen es jetzt. Wir machen es wieder so. Rauf hier. Ja, ja, komm nur. Immer komm. Ja, ja. Pass auf, die kommen wieder hoch. Direkt ins Gesicht schießen. Schöner Treffer im Kopf. Die kommen eh wieder runtergesprungen, oder? Ja. Und so können wir die Gegner wenigstens relativ gut in Schach halten. Das heißt, immer wieder hoch. Immer wieder hochlaufen. Ach, schaut mal, hier liegt immer noch dieser... hier liegt immer noch dieser Mogel rum. Wir haben halt nicht mehr so viel Munition, ja, aber wir können... Wenn wir Glück haben, könnten wir vielleicht noch was nachbauen. Nein, das nimmt definitiv kein Ende. Na komm mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das hört nicht auf. Er hat recht.
Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir könnten noch das Erste-Hilfe-Pack nutzen. Das wäre noch kein Problem. Und wir könnten halt ein bisschen grünes Pulver nutzen. Aber ich würde mal dann ganz gerne Richtung Endgegner schon was aufheben. Eine Kleinigkeit zumindest. Na, da komm hoch. Komm. Es hört nicht auf. Ja. Oh. Das wäre auf jeden Fall so eine Mutation. Was wir jetzt zur Not machen können, wir können vielleicht zurücklaufen zum Händler. Wisst ihr, was ich meine? Wir nehmen das jetzt ein. Ich würde sagen, wir nehmen das ein. Wir würden mal sortieren. Warte mal, wie ging das gleich mit sortieren? Alt. Genau, das nehmen wir schnell mal ein. Dann laufen wir zurück zum Händler und verklingen mal eine Kleinigkeit. Vielleicht haben wir Glück. Und der hat noch irgendwas Gutes für uns oder zumindest mal ein neues Erste-Hilfe-Spray. Das würde uns natürlich gut tun. Und wenn wir das haben... Und wenn wir das haben, meine Lieben, geht es hier gleich weiter. Es geht hier gleich weiter. Wir laufen nur ganz schnell zurück. Naja, wir sind schon wieder da. Alles gut. Ne, munitionstechnisch sieht es echt nicht mehr gut aus. Aber schaut mal, wir haben wieder etwas Gewehrmunition gefunden. Laden wir gleich mal nach. Dauert halt ewig zum Nachladen, ne? Aber gut. Du hast den Geruch des Bökers. Stimmt. Na dann. Stimmt, du hast recht. Ich würde gerne reparieren. Weiterhin viel Glück, Fremder. Ja, sehr schön. Tunen. Was haben wir mit dem Messer? Angriffskraft können wir tunen. Haltbarkeit könnten wir tunen für 5. Dann hält das Messer so ein ganz kleines bisschen länger. Von 1 auf 1, 2. Also ich schätze mal so 2 Schläge oder 2 Stiche. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Hält auf jeden Fall länger. Sorge. Ja, Angriffskraft, Magazingröße. Klar, das sind alles so Sachen, die man schon mitnehmen könnte. Das Problem ist halt, von 1,5 auf 1,26, das ist auch sehr schnell. Dann haben wir statt Nachladezeit noch Sekunde, hätten wir dann, ich sag mal, bei der Stufe 3 hätten wir dann 1,3. Das ginge schon. Angriffskraft, ne? Das hier wäre geil. 5 auf 6 nach einer Feuerrate. Ne, nee, können leider... Wir können leider nichts anderes erstmal benutzen, beziehungsweise lohnt sich hier kein anderer Umbau, beziehungsweise kein Tuning. Es wird dann später noch viel, viel nützlicher. Also davon fehlen uns auch ein paar Kohlen. Wir müssen uns dann ein ganz kleines bisschen verkaufen. Gerade die ganzen Teile, die keine extra solche kleinen Spuckstücke beinhalten oder so, können wir gleich locker verkaufen. Aber ich würde dann doch mal sagen, bevor wir das machen, versuchen wir mal so gut wie es geht hier noch so zu kämpfen, okay? Ja, das passt schon. Das ist halt, wisst ihr, wenn man geduckt ist und dann versucht mit dem Sniper zu zielen, denke ich mir, ist es besser, oder wenn man hingelegt ist, oder wenn man sich hinlegt, ist es besser mit der Sniper zu zielen, wie im Stehen. Warum? Naja, weil man da deutlich, deutlich besser zielen kann. Meine Meinung. Gut, ich hoffe mal, das war schon ein bisschen Loot. Einen Rabe haben wir hier leider keinen mehr. Aber wie es aussieht, ne? Dort hinten müssen wir wieder hoch. Dort, wo der eine Typ dort oben stand, müssen wir wahrscheinlich wieder hochlaufen. Wo der mit der Feuerarmbrust stand. Ich glaube, da müssen wir wieder hoch. Jetzt müssen wir uns mal gucken. Der Rabe, der ist hier irgendwo runtergefallen. Jetzt ist alles ruhig. Das ist viel zu ruhig. Das ist für Resident Evil. Das ist gar nichts. Hier stand die gute Frau. Also hier außen gibt es leider nichts zum Looten. Hier gibt es leider auch nichts zum Looten. Vielleicht haben wir Glück und oben ist irgendwo noch ein Schatz. Also da oben wäre ein Schatz. Da sind auch so verschiedene Medaillen. Schaut mal, die wir noch runterballern könnten. 5 Stück wollt ihr haben und 5 Stück holen wir uns auch. Der Schatz ist dann, wenn wir hier rechts rumlaufen. Also hier ein Stück vor. Da vorne weg und dann gleich gegenüber rein. Okay. Oh,
hast leider keine Leiter. Okay, da ist jemand mit einem... Alles klar. Wir haben es schon gesehen, wir haben es schon gesehen. Da läuft einer rum, da läuft einer mit der Fackel rum. Da oben könnten wir auch noch was. Da ist gerade einer ins Wasser gesprungen. Na schön, dass wir sie gepult haben. Sehr schön. Dann werden wir Folgendes machen. Wir werden wieder zurücklaufen und werden wieder unsere berühmte Treppe nutzen. Oder unsere berühmte Leiter. Das ist, glaubt mir, das ist echt das Beste hier. Das war schon früher der Resident Evil Trick. Und wenn wir nur ein oder zwei Gegner gepult haben, dann ist es besser als nichts. Sehr gut. Ging leider nicht anders. Es ging leider nicht anders. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Jetzt haben wir nur noch Gewehrmunition. Ja, wir hätten zur Not noch 7 Schießpulver. Damit lässt sich leider nichts anstellen. Wir hätten die 2 Bibern hätten wir verkaufen können. Aber wie gesagt, da lässt sich auch nichts damit anstellen. Halt noch 3 Handgranaten, die wir hier irgendwie zur Verfügung hätten. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir von hier jemanden sehen. Siehst du gar nichts. Okay. Geht doch. Ach, schön, Pistolenmunition. Ah. Glück gehabt. Glück gehabt. Das ist halt Schwierigkeitsgrad Veteran. Das muss man halt ganz klar so sehen. Okay, also die Leute, die uns immer sehen. Ach ja. Sehr schön. Aus dem Weg. Nachladen. Oh, geil. Okay, den hat Slime erwischt. Sehr gut. Oh. Da unten hängt eine Medaille. So, wo hängen die anderen 2? Wir haben erst 3 bekommen. Ach, beim Steinbruch. Beim Steinbruch weiter vorne gibt es auch noch eine. Okay, alles klar. Ja, da laufen wir jetzt nicht wieder zurück, aber ich weiß zumindest dann, wo die 5. hängt. Das ist schon mal wichtig. Ich sag mal, das könnten wir dann in Angriff nehmen, so gegen Ende der Folge, wenn wir dann das Benzin haben. Und dann laufen wir eh nochmal zum Händler. Und vom Händler könnten wir dann eh nochmal so ein ganz kleines bisschen wieder vorlaufen. Was haltet ihr denn davon? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier hinterkommen. Das war nicht das Letzte. Glaubt's mir, das war nicht das Letzte. So, was haben wir denn noch? Okay, Pistolenmunition. Haben wir auch noch ein kleines bisschen Gewehrmunition. Ich bräuchte noch so 1-2 Flintenschüsse, wären noch gut. Okay, hier kriegen wir leider nichts ab. Schade hier auch nicht. Aber ich höre was. Okay, das sind wieder Minen oder irgend sowas. Oh nein. Ist ja wieder klar, dass hier sowas kommen muss, ne? Das muss da sowas kommen. Hier irgendwo muss noch irgendwo ein Schatz sein. Schon wieder eine Viper, nicht wahr? Wir können das ganze Zeug, wir müssen dann eh nochmal zum Händler, ne? Also ihr wisst Bescheid.
Ein Forellenbarsch. So, was ist denn mit dem Fisch? Kennen wir den? Süßwasserfisch, nahrhaftes Fleisch, stellt die Gesundheit wieder her. Das ist gut. Sehr schön. Da hinten schwimmt noch einer rum. Schaut mal. Wir können nicht nur Gesundheit wiederherstellen, sondern die Dinger können wir ja auch. Die können wir richtig gut verkaufen. Okay. Dankeschön. Hier. Hier ist noch der Schatz. Müssen wir allerdings außen rumlaufen. Gar nicht schlimm. Hier liegt er. Ist doch die Pfeife, ne? Oder was war denn das? Ja. Okay. Das weiß ich sogar noch. Geil. Können wir an die Falle auch so ran? Also von hier wird man sie zumindest sehen. Gut, dann machen wir es so. Dann laufen wir erstmal hoch und gucken mal, was da Wertvolles drin liegt. Ja, hier gibt es schon einige wertvolle Teile. Der ist auch Gewehrmunition, dankeschön. So, was hätten wir denn hier noch? Kommt, gib noch Flintenmunition. Ja! Jawohl! Geil. Weil ich glaube, da hinten, das wird jetzt gleich eskalieren, glaubt mir das. So, das laden wir auch gleich mal nach, das Ding. Da hinten ist eine Leiter, schaut mal. Also da könnten wir vielleicht, wenn wir viel Glück haben, könnten wir da hoch. Da oben. Also steht zumindest immer keiner oben. Das ist schon mal gut. Oh nein. Hört ihr das? Ich hör's. Kriegen wir da irgendwelche Leute in die Falle reingelockt? Schade. Schade. Ey. Wenn wir einmal diese Fallen so benutzen, wenn wir einmal diese Fallen so benutzen könnten, dass es tatsächlich auch die Gegner da reinrennen, dann wäre das schon deutlich entspannter. Ich schätze mal, wir triggern hier die nächste Gegnergruppe, wenn wir hier runterspringen. Dann müssen wir, glaube ich, gleich dort hinten hoch, oder? Was meint ihr? Entweder da hinten hoch oder wieder zurücklaufen. Aber ich glaube nicht, dass die uns zurücklaufen lassen. So, wir haben noch 3 Granaten. Pumpy, haben wir auch noch ein bisschen was da? Weil irgendwie habe ich Angst, dass hier... Irgendwie habe ich gleich Angst, dass wieder so ein Typ kommt. Okay, hier liegt mal so ein Fass. Das ist okay. Ich höre wieder irgendwelche Raben. Okay, hier könnten wir sehr weit zurücklaufen. Das ist ja richtig geil. Ich höre irgendjemanden. Und es geht los. Da kommen sie. Na, dann lassen wir sie mal hochkrabbeln. Ja, ja, Achtung, es geht weiter. Okay. Wir hatten dort unten, hatten wir noch einen gesehen. Oh, Loot tut gut. Schaut mal, wieder eine Viper. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt kommt die halbe Dorfgemeinschaft. Okay, das müssen wir aufschießen. Ich glaube, die Punisher hat jetzt einen richtig guten Job gemacht, weil die hat, glaube ich, durch 2 Leute durchgeballert. Nur Achtung. Coño.
Nachladen. So was Ähnliches hatte ich mir schon gedacht. Wenn die laufen und man trifft sie am Kopf, ist das viel effektiver. Wir haben nur noch einen Schuss. Okay, da wäre auch so ein Teil rausgekommen, ne? Boah, übel krass. Jetzt sieht es mal deutlich besser aus. Okay, Pistolenmunition. Wir haben zumindest nicht alle Flintenmunition verbraucht. Das ist schon mal gut. Hier gibt es auch noch einen Schatz. Dankeschön. Ach, noch ein Teilstück. Okay. Ich glaube, das war's. Mein Lieben, wir gucken mal schnell. Ja, ich glaube, das war's. Das heißt, ab rein. Und dann bin ich mal gespannt, auf was wir da noch treffen, wenn wir wieder zurücklaufen. Pass mal auf. Dankeschön. Einen kleinen Schlüssel. Oh, damit können wir dann irgendeine Schatulle öffnen. Irgendeine. Haut mal, hier ist noch eine versperrt. Hier ist eine versperrt. Direkt hier unten. Ne, das ist der Schatz mit den sechseckigen Teilen. Hier gibt es... Ja, wir müssen vom Händler nochmal zurücklaufen. Ne? Am Wegschrein, da können wir auch eins aufmachen. Okay, mein Lieben, entschuldigt für den kurzen Schnitt. Da ist doch tatsächlich mein PC abgestürzt. Das Problem ist dran, dass ich bis hierher nicht mitgekriegt habe, dass er leider abgestürzt ist. Aber gut, kann man nichts machen. Ich habe hier ein Depotshaus, habe ich hier den Kanister weggenommen. Und hier lag noch ein Hühnerei. Das waren die zwei Items, die es hier gab. Hierhin habe ich noch was zerstört. Da gab es aber tatsächlich nichts zu mitnehmen. Das war sehr, sehr schade. Und wie gesagt, beim Zurücklaufen, beziehungsweise habe ich das beim Zurücklaufen jetzt festgestellt, es gibt keine Gegner mehr hier. Also es gibt hier tatsächlich gar nichts mehr. Das ist irgendwie sehr, sehr schade. Aber es ist so, dass wenn wir hier nach vorne die ganze Szenerie hier wegmachen, dann war es das. Auf dem Rückweg kommt hier dann nichts mehr. Ich hätte mal vielleicht für den Rückweg gewünscht, dass sich noch ein oder zwei Gegner hier so als Überraschung vielleicht so aufheben. Ne? Hier oben zum Beispiel an der Leiter, absolut geil. Wenn da zum Beispiel noch einer stehen würde oder direkt hier unten, das hätte ich gefeiert. Also das hätte ich in jedem Fall, hätte ich das gefeiert. Wir machen es jetzt so. Wir laufen noch schnell zum Händler zurück. Wie gesagt, ich möchte jetzt die ganzen Vipern verkaufen. Hier ist es. Hier ist das Hühnerei. Ne? Und dann möchte ich mit euch noch ein paar Meter weiter zurücklaufen. Möchte mit euch noch die Medaille schnappen. Da gibt es ja ein paar Spinels dafür. Und ich möchte mit euch noch den Schatz bergen, der da, ich sag mal, da oben in dieser Truhe drin auf uns wartet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also. Einmal auf das Brett. Ja, Munition hätten wir erstmal. So lala, ne, Munition. Vorher musstest du schon zum Händler, musstest du schon runterklettern. Über eine Leiter, ja, da musstest du schon... Früher war das hier ein kleines bisschen anders. So immer mal als Vergleich zu sehen, weil ich habe das früher... Ich habe das durchgesuchtet, dieses Spiel. Ach, den können wir ja auch nicht benutzen. Ach, das ist ja interessant. Okay, das heißt, den Schatz können wir schon mal nicht nehmen. Den Schatz können wir dann nehmen, okay. Dann gucken wir mal hier unten, ob wir den Schatz bergen dürfen. Ja, ich glaube, den dürfen wir bergen. Den dürfen wir auch nicht... Den dürfen wir auch nicht mitnehmen. Alles klar. Dann gehen wir mal hoch und suchen zumindest mal die fünfte Medaille. Da oben ist er. Schaut mal. Supergeil. Letztes. Kampf den Medaillons 2 abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir die Vipern. Jetzt haben wir die Medaillons. Die Medaillons Part 1, Medaillons Part 2. Und jetzt würde ich noch mit euch gerne hier unten, würde ich gerne noch die... Noch diese, was war das? Ich glaube, das war ja so eine Kassette in so einem Tisch drin.
würde ich gerne noch öffnen wollen, ne? Hier, genau. Hier nehmen wir den Schlüssel, den benutzen wir. Aufsperren. Bin mal gespannt, was es gibt. Oha, eine Taschenuhr. Wow, also die kann man bestimmt auch schön verhökern, das ganze Ding. Und dann würde ich mal sagen, ab zum Händler. Dann sagen wir herzlich... Hast du einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Jawohl. Einsame Spitze, Fremder. Dankeschön. Kann ich dich begeistern. Ja, das haben wir ja schon erhalten und ich denke mal, vielleicht können wir uns hier die Dinger aufheben. Oder ich würde mir hier gerne ein... Achso, Moment. Jetzt, wenn du Platz dafür hast. Ich wollte es gerade sagen, dann werden wir hier mal verkaufen. Und zwar werden wir hier mal diese, die Vipern verkaufen. Ob Rubine oder ja. Ranch, es macht keinen Unterschied. Gibt 6000. Aber wir entscheiden, was es ist. Und das wollte ich sehen. Und jetzt möchte ich euch mal gute zeigen. Arbeit. Irgendwo mal noch der Fisch. Rohstoffe, hier, der Forellenbarsch. Schaut mal, der gibt schon 800. Aber Achtung, der Forellenbarsch gönnt uns Gesundheit. Und die Vipernjagd haben wir auch abgeschlossen. Gibt es auch 4 Spinets. Sehr, sehr geil. Angenehme Reise. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, von hier aus machen wir dann weiter. Hier gibt es noch einen Raketen und so weiter. Also geil. Meine Lieben, bis hierher vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge Resident Evil 4 hier mit dabei seid. Es macht mega Spaß und glaubt mir, nächste Folge wird spannend. Wir treffen endlich auf Lago. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Dann bis dahin. Ciao, ciao.